Tonis Habgier. Eines Tages ging Toni, der Bär, auf Wanderschaft. Er suchte sich ein stilles Plätzchen, an dem er in Ruhe seine gefangenen Fische fressen konnte. Das sah Finn, der Fuchs, und dachte sich, was Toni da wohl in seinem Sack hat? Es riecht sehr stark nach Fisch. Oh, mir kommt da eine Idee. Und als Toni so lief, sah er Finn, der wie tot mitten auf dem Pfad lag. Toni dachte, perfekt, so muss ich ihn nicht mal mehr jagen. Er steckte ihn mit zu den Fischen in den Sack und dachte, das reicht bestimmt für den Rest der Woche. Listig, dachte sich Finn. Was für leckere Fische. Ich werde sie nun alle verspeisen. Gesagt, getan. Er aß die Fische und als Toni den Sack ablegte und sich hinsetzte, sprang Finn mit einem Satz aus dem Sack und rannte so schnell er konnte davon. Voller Entsetzen schaute Toni in den Sack. Er ärgerte sich sehr, als er sah, dass alle seine Fische weg waren. Merke, wäre Toni nicht so habgierig gewesen und hätte er den Fuchs liegen lassen, so hätte er wenigstens noch etwas von seinen Fischen gehabt.